Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Zomboid zusammen mit dem Pausenklaus. Hallöchen. Und dem Knolle spielt. Hallo. Ja, wir haben letztes Mal hier aufgehört, haben unsere Sachen abgelegt und es ist gestorben. Genau, ich hatte irgendwie mit meinen Bandagen das Problem, dass es irgendwie nicht geklappt hat. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich irgendwie hier wieder euch finde. Okay, Knolle, was sagst du, sollen wir mal ein bisschen sortieren? Ich glaube, wir sollten die Lebensmittel gleich hier unten in den Kühlschrank räumen. Ach, wir haben einen Kühlschrank. Dann sollten wir sogar dringend sortieren. Okay, dann gehe ich mal hier zu der Kiste, wo Ass angefangen hat. Na, ich mache mir hier unten und dann machen wir so Fertiggericht. Ich nehme erstmal alles, was nach Essen hat. Und Nahrungsmittel drin steht. Die laufen gerade bei mir alle nach oben, das finde ich gut. Da kam bestimmt irgendwie eine Aktion, die ich jetzt hier nicht mitgekriegt habe. Die haben bestimmt irgendein Geräusch gehört. Und dann sind die dahin, ne? Oh, hier in der Kiste, wo Ass angefangen hat, ist eine Schüssel mit Wasser, ne? Da können wir die ich weiß, die habe ich da reingetan. Da ist auch ein Topf mit Wasser und da ist auch eine Wasserflasche drin. Nur so als Nebeninfo. Okay. Ja, ich wollte nur sagen, in diesen Schüsseln kann man halt die... Ich kann Weintopf machen, ich kann auch Suppe machen. Shit, da ist auch zu. Also ich bin ja richtiger Koch. Okay. Hier in der Kiste ist übrigens auch noch ein Buch, ne? Was Langeweile reduziert. Mhm. Okay, da ist ein Zombie an dem Fenster, da will ich dann nicht lang gehen. Stoffe mit Wasser, ja, da kann ich doch Stofffetzen dran saubern. Ach, da ist auch noch einer. So, sind hier noch irgendwo dreckige Stofffetzen? Shit. Ich hab noch dreckige Stofffetzen im Inventar, warte. Schmutzige Stofffetzen. Nimm alle. Also, ich lass das mal fallen. Hab ich hier auf die Erde gelegt. Das heißt, du waren jetzt Bandagen. Ja, ich mache hier gerade die Bandagen alle sauber. Alle, ja. 20 Stück. Ich weiß nicht, ob der Topf das aushält. So, ich kümmere mich gerade mal um die Nahrungsmittel hier. Sandsack ist ein Nahrungsmittel, oder? Ja, das stimmt. Knirscht etwas beim Essen, aber sonst geht's. Aber pass auf, Mayonnaise ist kein Instrument. Oh. Sicher? Ganz, ganz, ganz sicher. Okay, ich räume dann, Nahrungsmittel räume ich dann in den Kühlschrank, ne? Damit ihr beide Bescheid wisst. Ja, okay. Ich bringe hier gerade noch mich schon wieder langweilig. Was ist mit dem Jungen los? Ass, wenn du irgendwie eine Chance hast, Laken mitzubringen, wäre das total super, weil ich sehe gerade in unserem Büroraum ist, ein Fenster quasi kein, ja, da sind halt ziemlich große Fenster und ich hoffe, dass da Laken helfen. Okay. Also ich habe jetzt eins, glaub, mit, aber, ja, die doofen Laken, sie sind auch verdammt nochmal schwer, ne? Ich hab nur noch eine Verletzung. Ich hab auch noch, warte mal. Laken. Ah, da sind ganz viele, die wollen in das Haus, dann gehe ich mal woanders lang, wa? Zup. Wow. Und Fragen zuziehen. Zup. Also ein Fenster schon mal sicher. Ah, perfekt. So, warte. Ja, das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. So. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen Nahrung. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Nee, das Feuerzeug kann man nicht rein. Du musst das Feuerzeug. Das gehört ganz bestimmt nicht in den Kühlschrank. Ich hoffe, ich finde da irgendwie zu euch. Da ist schon wieder ein Zombie. Ist schon wieder schlecht. Da unten sind auch welche. Das heißt, ich muss mich hier zwischen den Bäumen herschlagen. Warte, hier war nichts mehr drin, was mit Essen zu tun hat. Richtig, ja. Also Zucker und sowas lasse ich da drin. Weil das da unten sind Heerschare. Ich hoffe, ich kann die alle abhängen. Da sind ganz viele Zombies hier jetzt. Also ich habe festgestellt, in der Regel bist du auf jeden Fall schneller als die Zombies. Ja, das ist richtig. Knolli, hast du zufällig Schmerzmittel oder so? Ich habe irgendwie Schmerzen, die ich nicht wegkriege. Ich habe Antidepressiva. Du musst einfach deine Bandagen die ganze Zeit austauschen. Dann hat das bei mir funktioniert. Ich hatte sogar sehr schwere Schmerzen. Hatten wir eine Straße mit diesen doppelgelben Mittelstreifen, ne? Dann bin ich doch schon mal da oben irgendwo, oder? Mit den doppelgelben Mittelstreifen? Ja, diesen Mittelstreifen, der doppelt gelb ist. Ja, ist der vierspurig? Ja, vierspurig und genau, ne? Ja, da muss die Straße nach rechts oben gehen, glaube ich. Schade, da war es irgendwie doof gerade, glaub, da standen sie alle. Also hier sind keine Nahrungsmittel drin. Boah, ich bin hier so richtig schnell, aber ich laufe lieber nicht. Ich muss mir die Infos nicht dazu machen. Wahrscheinlich steht da in Option, dass es nicht mehr anzeigen soll, aber ich finde sie nicht. Ich hoffe, ich komme hier durch den Wald neben denen her.
Und sieht gerade gut aus. Wollen wir gerade kurz ein bisschen Langeweile reduzieren hier. Alter, wir können das nochmal so richtig cool machen. Nee, das bringt nichts. Ich wollte gerade sagen, wir hätten das so richtig cool machen können und dann die Flaschen in den Getränkeautomaten, so dass wir so tun, als wenn. Das funktioniert wahrscheinlich nicht, ne? Ja, noch mehr Zombies, so ein Shit. Nee, ich weiß nicht, da werden sie wahrscheinlich nicht gekühlt und das wäre schlecht. So. Irgendwie muss ich weiter durch den Wald wohl. Ich hoffe, das ist jetzt die letzte Bandage, die ich brauche. Der Heilungsprozess wird aber besser, oder was? Ja, ich habe jetzt nur noch eine Verletzung von 3. Okay, das ist ja schon mal schön zu hören. Also mir geht's in dem Sinne wieder prima. Die Bandagen verdrecken aber schnell, ne? Es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie deine Verletzung ist. Tiefe Wunde, blutend, Glasscherbenwunde. Okay. Oh, das ist nicht gut. Das bedeutet für mich, ich nehme mal ein paar Bandagen raus. Hast du die Stofffetzen schon gereinigt, Knolle? Ja, alle. Warte, ich komme gerade. Nö, ich habe in der Kiste ja noch welche drin, das passt schon. Ja, egal, ich komme trotzdem. Ah, jetzt habe ich eine Straße mit gelben Streifen, die war da auch in der Nähe, ne, oder? Hast du irgendwas zum glücklich machen, weil mir ist... Also irgendwie ein Glas Nutella oder sowas? Ein Glas Nutella? Nee, leider nicht. Mist. Ich habe Hunger, dann esse ich doch mal was, oder? Weil mir ist jetzt sehr langweilig, dass ich sogar unglücklich bin. Hm. Hier ist eine Büroklammer drin, da können wir doch gut spielen. Mann, stelle ich mich so hin. Er stellt sich einfach so doof an und weiß nicht, womit er sich beschäftigen kann. Hier ist ein brauner Farbeimer. Kannst dich mit anmachen. Nee, danke. Kannst du Bleichmittel trinken, dann bist du bestimmt auch glücklich von. Ja, bestimmt. Obwohl, nee, jetzt mal unglücklich Kleid plus 99. Ich hoffe, ich finde jetzt euch. Das wäre ganz nett. Ja, du musst dann irgendwann hinter so einem Motel musst du deine Straße umfahren. Hier ist irgendwie gerade, glaube ich, falsch. Ja, guck ich im Spiegel an. Hattet ihr irgendwie eine riesige Wiese neben der Straße? Nee, ne? Boah. Das ist auf jeden Fall oben links halt, ne? Ja, ich glaube, ich muss die Straße mehr rechts, würde ich sagen. Ich glaube, ich muss die Straße mehr hochgehen wahrscheinlich. Hilfreiche Tipps, das ist weiter oben links. Nö, ich würde sagen weiter oben rechts. Schauen wir mal. Hier sind ganz viele Baumstämme, kannst Baumstamm weit werfen mal. Das liegt nicht auf dem Boden. Ach, das ist eine Lampe an der Wand. Also ich bin zurzeit zufrieden, ich habe keinen Hunger, keinen Durst und überladen bin ich komischerweise auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich gerade irgendwie was ausgeschwitzt habe oder sowas. Er sagt, ich hätte ein bisschen zu viel Gewicht. Aber jetzt ist prima. Boah, mein Problem ist echt, ich hab, mit der Wunde habe ich jetzt gerade ein Problem. Also ich tausche im 5-Sekunden-Takt jetzt Bandagen aus. Es wird aber irgendwie nicht besser. Okay. Das ist nicht allzu gut oder einfach gar nicht gut, wenn man so will. Ja, ich laufe die Straße hier lang, die nicht mehr aufhört. Es ging aber eine richtige geteerte Straße da auf das Grundstück, ne? Oder wie war das? Weil ich habe jetzt hier einen Feldweg. Einen braunen Feldweg. Ich muss ja erstmal was essen. Der nach links geht? Ja. Da könntest du auch reingehen. Da könntest du auch reingehen, ja. Und dann ist danach gleich so ein großer Fleck in Braun. Vielleicht erinnert ihr euch noch? Nein. Gut, das ist woanders, okay. Öffne, achso, ich wollte gerade sagen, was? Öffne Dose mit gepökeltem Rindfleisch. Ich wollte gerade sagen, will er jetzt wirklich die Dose mit Fleisch öffnen? Ja, aber dann fiel mir ein, dass es da drin ist. Oh Mist, ich brauche unbedingt schnell eine Bandage. Bandage. Ich hoffe, das ist hier richtig, wo ich langlaufe. So, ich habe jetzt mal experimentell, säge ich jetzt gerade mal einen Baumstamm, um zu gucken, was dabei rauskommt. Okay. 3 Bretter. Das wäre mir jetzt gar nicht so... Geht ja voran, wa? Ich dachte, da würde jetzt irgendwas anderes rauskommen. Jetzt kannst du schon mal ein Haus bauen, oder was? Warte mal, die 3 Bretter, ne? Die kann man doch bestimmt mitnehmen und dann irgendwas... Ja, da braucht man Nägel. Oh, es fängt an zu regnen, na super. Nee, bei uns gar nicht. Also echt bei mir zumindest nicht. Hier in der Halle ist es trocken, ja. Okay, vielleicht finde ich den Weg ja nach euch. Hier sind überall weiße Wege jetzt auch noch. Sagt euch das was? Ich
bin gerade mal vor die Tür gegangen. Weiße Wege. Ja, waren das nicht auch Wege, die da hinführten? Boah. Weiß auch nicht mehr, ne? Du bist vor die Tür gegangen, ja. Genau, ich wollte mal kurz ein bisschen erkunden, in der Hoffnung, dass ich keine Zombies finde. Und du hast welche gefunden? Nee, noch nicht. Alles im grünen Bereich, ne? Oh, es regnet. Ah, oh, es regnet. Bei dir regnet es auch, dann geht's ja. Super, ein Unterschied. Sind wir wohl in der gleichen Welt vielleicht, ne? Steht das da auf der Welt? Obwohl, mit dem Unterschied könnten wir auf einer verschiedenen Welt sein. So, guck mal, ich bin wieder da. Hallo, Knolle. Hallo, ach, du warst hinter mir, ich hab dich gar nicht gesehen. Hey! Was soll das? Hier übrigens habe ich die ganzen verdreckten Bandagen hingelegt. So, ja, ich soll wieder Drecksarbeit machen in dem Sinne. Ich muss schon wieder austauschen, ne? Bandage entfernen. Oh Gott. Ja, da hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass man das so oft machen muss, ne? Ja, vor allen Dingen, es hört echt auch nicht auf zu bluten, ne? Hä? Aber da steht geringe Verletzung. Aber es hört irgendwie nicht auf zu bluten. Okay. Ich will mich hier gerade durch den Wald. Durchs Dickicht. Das ist auch doof. Man kann. Ich bin sehr gelangweilt. Man kann die Schüsseln mit Wasser füllen. Nein! Ich hätte gerade das Fenster eingeschlagen. Aber man kann die Stofffetzen nicht direkt sauber machen. Boah. Oh, super. Jetzt steht da schon was Schlimmeres bei mir. Jetzt steht da, es besteht die Möglichkeit, sich zu erkälten. Hey, was macht ihr alle? Ich bin nur gelangweilt. Hier stand direkt als erstes, such dir einen Unterstand, ansonsten fängst du dir ja, den das habe ich auch gehabt. Das habe ich auch gehabt. Ja, halt mal an. Hallo. Oh, was ist denn das? Weihnachtsgeschenk. Ah, Stofffetzen. Geschwindigkeit stark eingeschränkt, eine Erkältung ist wahrscheinlich. Super, hm? Oh. Und ich habe hier keinen Unterstand, ich bin mitten im Wald. Aber im Wald ist ja eigentlich auch nicht so, ne? So. Was für ein Sinn. Hier ist jetzt auch gerade kein Klo oder sowas, ne? Leere Brauseflasche. So, die kann ich doch bestimmt mit Wasser füllen. Hier irgendwo war noch ein Wasserhahn. Pass mal auf. So. Ach, das. Komm, lass mal irgendwo jetzt eine Hütte sein oder sowas. Eine Straße auf jeden Fall, das ist ja schon mal was. Und Zombie. Gut, alles klar. Oh, hier ist noch ein Laken. Das heißt, das kann ich erstmal mitnehmen und kann dann wieder ein Fenster zu machen. Das ist eine super Idee. Für den Vorratsraum wieder, ne? Mhm. Ja, Ass, ich bin mir nicht sicher, ob es hilft, wenn wir die entgegenkommen irgendwie, ne? Nee, glaube ich jetzt auch nicht so ganz. Okay, was steht jetzt hier? Geschwindigkeit stark eingeschränkt ist wahrscheinlich klitschnass, hat er nochmal angezeigt und dabei einen Jingle gebracht. Das ist eigentlich gut, ne? Du bist quasi ein wandelnder Regenauffangbehälter. Ja, genau. Also Durst könnte ich eigentlich nicht kriegen, oder wie ist das? Genau. Einfach Pullover ausbringen, müsste funktionieren. Ja, ja, die Straße, die es geht aber lang nach oben links. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber an der Straße sind noch Laternen, das ist schon mal was, oder? Ich find's auf jeden Fall gut, dass... Und Zombie sehe ich, okay. Dass deine Leiche hier immer noch ohne Pullover, ohne Hose, aber mit Schuhen und Unterhose bekleidet auf der Erde. Okay. Das ist schon genial. Also, hast du die Leiche leergeräumt, Knolle? Die Leiche, ja. Weil bei mir sieht's so aus, als ob er noch Schuhe anhat. Er hat aber nicht mehr. Dann sind's wahrscheinlich Raucherfüße. Hat schon abgefault. Okay, da steht wieder ein Zombie auf der Straße. Komme ich da dran vorbei, ohne dass er mich entdeckt? Also ich habe jetzt keine Verletzung mehr. Und was mit euch so? Also ich bin platternass. Also ich bin jetzt wahrscheinlich der gesündeste von uns allen. Schleich mich aber ganz gut an den Zombies hier vorbei. Meine. Aber da sind jetzt zu viele, glaube ich. Glasscherbenwunde. Die Frage ist ja, haben wir hier nicht irgendwo eine Schüssel mit Wasser, ne? Oder sowas? Ich frage mich ja, ob ich die irgendwie reinigen muss oder so, weißt du? Mhm. Schaut die Wunde, du müsstest, das müsste eigentlich aus der Wunde wahrscheinlich, desinfizieren vielleicht, das könnte sein. Ja, haben wir Desinfektionsmittel? Oh, jetzt bin ich hier an einem Pony-Schild oder sowas. Sagt euch das was? So ein Werbeschild, ein Pony-Schild. Nee. Sagt euch nichts. Kann ich den Weißwein trinken, weil der hilft gegen Unglücklichkeit. Ja, und dann habe ich jetzt hier irgendwie eine Ampelanlage. Ich bin mit Pony-Schild. Hat einer schon eine Ampel? Gar nichts. Eine Ampelanlage in dem Spiel gesehen, ne? Ich glaube nicht. Nee.
Versuch dein Bestes, ruhig zu bleiben. Ich glaube, ich war ganz unten auf der Karte. Es bevölkert sich etwas mehr hier. Es sollte mal am besten aufhören zu regnen, weil dann könnte ich auch was machen. Ja, dann würde ich auch wieder trocken werden. Oder ich hätte irgendwo mal ein Haus, wo ich rein kann, aber das ist auch nicht gegeben. Ach, hier ist eine Säge drin. Was man ja alles entdeckt, wenn man beim 10. Mal nochmal reinguckt. Ach, da war auch noch ein Zombie. Ja, ich kann mir momentan nur helfen, indem ich immer weiter Bandagen anlege. Ich brauche was zum glücklich machen. Ah, ich bin noch nicht mehr gelangweilt, das ist auch gut. Ich dachte, du wolltest den Wein trinken. Jetzt habe ich noch Durst. Hab ich schon. Ach so. Jetzt bin ich ja nur noch unglücklich. Mir ist auch nicht mehr langweilig. Macht ja auch Sinn. Zu trinken habe ich natürlich nichts, ne? Ich lege ein Buch Kochen für Anfänger hier unten in die Kiste. Das habe ich nämlich schon gelesen. Okay. Und nehme mir Kochen für nicht mehr Anfänger raus. In der Hoffnung, dass ich das auch lesen kann. Also einen trockenen Mund habe ich, ne? Bei Regen kann das auch irgendwie nicht trockenen Mund geben, also, oder? Nee, eigentlich nicht, ne. Boah, die Straße hört auch gar nicht auf, ey. Immer die gleiche Richtung. Nichts. Unendliche Weiten. Ich find's auch genial, dass es hier drinnen regnet. Das sieht zumindest so aus, ne? Ja, ich denke mal, es sieht nicht so aus, sondern es ist auch so. Sonst wird dir mal keine Anzeige gemacht. Ich habe blöderweise auch nichts zu trinken. Jetzt wird mir wahrscheinlich noch kalt, irgendwie sieht das so aus. Unangenehm heiß. Was? Bei Regen. Oh Gott. Bei Regen hast du einen trockenen Mund und dir ist unangenehm heiß. Stimmt, soll mich ausruhen. Pass auf, dann zieh ich mir doch einfach mal den Pullover aus, ne? Also ich war gerade als einziges noch ein bisschen angetrunken. Aber jetzt geht's. Jetzt ist mir nur noch unglücklich. Komischerweise, wenn ich den Pullover ausziehe, bin ich recht schwer beladen. Also mir ist zumindest nicht mehr heiß jetzt. Nee, das ist bei mir auch weg, ja. So, wir sind übrigens bei 17 Minuten angelangt. Nur mal ein kleiner Zwischenfall. Okay. Das vergisst man so schnell bei dem Spiel. Ja, das stimmt. Also, ohne Witz, ne, die Bandagen, also mein Gesundheitszustand geht immer weiter runter und ich bin mir nicht sicher, was ich dagegen tun kann. Warte, ich guck mir dich mal an, ne? So. Wie also bei mir ist noch alles okay. Jetzt habe ich wieder so ein Schild mit so einem Pony-Ding da dran. Geringe Verletzung, so eine Werbung. Das sollte aber irgendwann weggehen. So ein Werbungsding. Warte, ich kann dir die Bandage entfernen. Mhm. Oh, schon wieder eine verdreckte Bandage. Ich wollte gerade sagen, habe ich hier jetzt entfernt oder was? Nee. Tiefe Wunde blutend. Warte mal. Ich hol mal gerade was, vielleicht hilft das. Oh, jetzt hört die weiße Linie auf. Vielleicht kannst du die Glasscheibe rausziehen. Oh, das wäre vielleicht was. Können wir operieren. Oh Gott. Ich habe nichts zu trinken. Möchtest du, dass ich das mache? Ja doch, klar. Ich finde, du bist ja Sohn eines Arztes, ne? Ja. Wobei, der Arzt ist eben gestorben, der liegt hier noch. Vielleicht überlegst du es dir doch anders. Ich weiß nicht, der Weg wird immer einsamer hier. Irgendwie brauche ich was zu trinken auch. Das könnte wehtun. Jetzt ändert sich die Farbe. Oh, so. Super. Was, das ging mit der Pinzette? Ja. Cool. Cooles Spiel, oder? Das ist sehr cool, ja. Wobei es ist infiziert bei mir. Ja, das ist aber schon die ganze Zeit gewesen. Ja, hast du Alkohol, dann kannst du es doch desinfizieren. Nee, das Alkohol hat der Knolle eben alles weggetrunken. Aber das lag da. Oder warte, ihr habt doch den, was war das hier, so ein Laugenzeug oder was hattet ihr da? Gleichmittel, aber ich glaube. Gleichmittel, probier das mal aus, ob das vielleicht geht. Nee, habe ich schon geguckt, das geht leider nicht. Aber mir ist leider jetzt auch noch übel geworden. Laufende Nase. Ihr müsst mal die Mikrowelle ausschalten, ne? Ich bin wohl wahrscheinlich richtig erkältet jetzt. Ja, dann komm lieber nicht zu uns, sondern steckst uns an. Bleib mal weg. Ja, bleib bloß super. Weg hier von uns. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur etwas unglücklich. Also ich bin voll auf der Wanderschaft, ich weiß nicht, ne? Übrigens, Pullover ausziehen hilft gegen Hitze. Ja, oh. Das weiß ich also. Wohl. Ja, ich sehe nur, dass der Knolle immer noch mit Pullover rumläuft, aber vielleicht hat er ja gar keine Hitze. Ich bin nur unglücklich. Okay. Oh. Warte mal. Ich bin gelangweilt. Ich weiß nicht, ob diese Straße irgendwann ein Ende findet. Ah, schwa. Geht's mir vielleicht jetzt besser, wenn ich ohne Pullover los.
warte mal, wenn ich mir mit dem Hammer jetzt auf die verletzte Hand haue, dann müsste das doch eigentlich funktionieren. Reduziert, ah, cool. Oh. Ich habe jetzt eine Erkältung. Niesen, Husten, Geschwindigkeit und Heilungsprozess reduziert. Super. Also, mein Bildschirm ist gerade so wie am Anfang. Nur, dass ich nicht... Hachi, sagt er immer. Aha, auf irgendeiner komischen Sprache, die ich nicht kenne. Ja, also ich habe wie am Anfang des Spiels, mein Status ist okay und ich habe keine, es ist keine Beeinträchtigung. Und was mit euch so? Der eine ist infiziert, der andere ist... Du hast eine bösartige Erkältung, alles klar. Na, komm jetzt bloß nicht mehr hier hin. Ja. Also dann... Ich zieh mal gerade den Pullover vielleicht wieder an. Ne? Ja, ich bin ja dabei. Müsste es aber immer noch irgendwie relativ häufig wechseln, aber vielleicht hat das Splitter entfernen wirklich geholfen. Ich hau hier nochmal ein paar schmutzige Stofffetzen hin. Also. Ja, aber ich glaube, wir sollten die Folge mal hinhauen. Ja, ich denke, ich bin jetzt mitten in der Pampa, aber egal. Und ich habe auch die Vermutung, dass ich gleich vor Kälte erfriere oder irgendwie sowas. Gut. Achua macht er immer. Was wohl Hachi heißen soll. Ich weiß nicht, in welcher Sprache Achu ist. Achu. Achu. Ja, okay. Wer meldet uns ab? Du hast die Ansage gemacht. Ich habe die Ansage gemacht. Ja, okay. Während ich hier noch permanent auf der Suche bin, mich dem Tode in irgendeinem Gebäude zu entrinnen, ne, würde ich sagen... Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.